So, es schlägt 17 Uhr, meine lieben Teilnehmer des heutigen JFD-Workshops. Kurze Frage: Seht ihr den Bildschirm mit unserer Repräsentation im Web, sprich unsere Startseite? Dann mal kurzes Feedback, auch ob ihr mich hören könnt. Ich sehe auch, der liebe Thomas ist auch schon zugegen. Wunderbar. Insofern lassen wir erstmal alle Leute ganz entspannt in den Raum kommen und sich hinsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich denke, lieber Thomas, du hast wieder einiges mitgebracht. Ich werde jetzt mal hier direkt changen, dass ich dich hier sozusagen auch freigeschaltet bekomme. Jetzt habe ich dein Mic an. Lieber Thomas, hörst du mich? Lieber Chris, hallo, ich höre dich. Hey, sei gegrüßt. Bist du im Wiener Raum wieder oder irgendwo global als Globetrotter wieder unterwegs? Nein, nein, ich bin hier in Wien in meinem Trading Office und harre der Dinge, die da kommen. Ja, wir dürfen gespannt sein. Heute ja wieder reichlich Bewegung am Markt, nachdem es gestern im Rahmen von Apple wieder hoch eskalierte. Umso schöner und interessanter. Und herzlich willkommen erstmal, Thomas, an der Stelle, dass wir uns heute wieder mal begegnen. Das letzte Webinar mit dir stieß auch auf sehr positives Feedback, will ich dir gleich sagen. Insofern weiß ich, deine Kompetenz da gern abzuholen. Und gerade in solchen unsicheren Zeiten, ich starte direkt mal mit dem Slide, liebe Teilnehmer. Wir sind heute hier, um wieder ein Stück weit hinter die Kulissen zu schauen mit dem lieben Thomas, der hier ja reichhaltige Erfahrungen mitbringt, auch in der Praxis insbesondere, auch schon Buchautor ist und natürlich verschiedene andere Servicepakete anbietet. Aber er arbeitet eben auch viel mit statistischen Methoden. Und er lässt uns hier so ein Stück weit einblicken, auch im Rahmen der Erfahrung der letzten Webinare, wie du oder wie er vielmehr vorgeht. Und insofern, Thomas, heiße ich dich herzlich willkommen zu unserer Abendrunde. Ich mache ein kleines Intro wie immer und würde dann direkt gleich an dich weitergeben. Alles klar, Chris. Wunderbar. Danke. Super, kurze Frage zwischendurch. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, weil ich zwischenzeitlich schon ein paar andere Webinare hatte. Wenn Fragen reinkommen, magst du es direkt reingefeuert oder eben erst zum Abschluss in so einer kleinen Fragerunde? Wie hättest du es gern? Ja, ich denke, dass man es kumuliert am Abschluss wahrscheinlich besser beantworten kann. Also mir wäre es ein bisschen lieber, wenn wir das sammeln und am Ende dann machen. Super. Wie gesagt, da hat jeder Referent so seine eigene Vorgehensweise. Drum wollte ich das nochmal abgefragt wissen, weil zuletzt war es nämlich genau anders. Da ging es mitten rein und insofern absolut verständlich, aber auch genau das, was du sagst. Insofern wollen wir gar nicht der Vorrede so viel verlieren. Wie gesagt, Thomas zu Gast ist schon seit einiger Zeit mit uns hier im Clinch hin und wieder auch Workshops darzubieten. Lebenszeit ist das, sage ich mal, kostbarste Gut und das bringt er hier mit ein. Genau auch unsere, der wir sozusagen ihm lauschen dürfen. Und klarerweise gilt natürlich, liebe Leute, wenn auch Thomas direkt speziell auf eine Aktie oder auf einen Index eingeht. Und wir haben, das ist auch meine Erfahrung im Rahmen des saisonalen Charakters, natürlich statistisch bullische Phasen vor uns. Ich weiß nicht, was Thomas uns heute zeigt, aber rein statistisch, saisonal, zyklisch ist bekanntermaßen das Abschlussquartal sehr stark an den internationalen Aktienmärkten. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Wie gesagt, hier keine Handelsauf Forderung. Und wenn ihr handeln wollt, liebe World, eben auch Aktien. JFD hat ja hier schon über 700 echte Dividendentitel drin und unser Gimmick für euch, dass ihr die kostenfrei kaufen könnt. Obgleich hier, Klammer auf, kein Intraday-Trading damit forciert werden sollte, sondern das direkt als Investment dient. Klammer zu, hier eben einfach vor dem Skill-Faktor, dass man bei uns aktiv traden kann über unser klassisches Kommissionsmodell und die Aktien vielmehr eben als Investment dienen. Spricht nichts dagegen, wenn das sozusagen auf Tage gehalten wird und dann verkauft wird, aber was wir eben nicht wollen, ist eben aggressives Intraday-Trading, weil wir natürlich mit diesen Aktien auch Kosten haben und das aber, wie gesagt, als Brücke sehen, um euch sozusagen natürlich auch den Investmentgedanken zu pflanzen und natürlich auch ein Stück weit Feuer für Aktien zu bekommen. Und das sind ja auch die Schwerpunkte vom lieben Thomas. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr Fragen habt, liebe Leute, hier auf unserer Startseite, JFD Bank, haben wir hier unser Kontaktbutton, Chat, Anregung zum Webinar, Feedback, bitte gerne im Nachgang hier. Ich stelle die Website auch direkt nochmal rein. Unter Kontakt habt ihr alle Möglichkeiten. Hier kurze E-Mail geschrieben und dann würde ich mich freuen, wenn wir da ein bisschen was an Feedback auch bekommen. Aufzeichnung, lieber Horst, wird zur Verfügung gestellt. Wir haben auch viele Anmeldungen wieder bekommen. Es sind leider
quotentechnisch nie 100% der angemeldeten Teilnehmer dabei, aber wir haben eine gute dreistellige Quote, Thomas, das kann ich dir schon mal sagen. Und Okay. nichtsdestotrotz werden wir auch natürlich den Aufzeichnungslink im Nachgang versenden. Vielleicht haben wir da auch noch das eine oder andere Schmankerl. Warten wir einfach mal ab. Ich gebe jetzt auf jeden Fall an Thomas, deswegen seid ihr hier. Und insofern, Thomas, bereithalten. Ich ernenne dich mal zum Moderator. Insofern vollziehen wir gleich den Bildschirm-Switch. Jetzt müsste es gleich loskommen. Danke. Genau, kein Problem. So, könnt ihr jetzt schon was sehen? Meinen Perfekt, Startslide. Yes, Startslide ist zu sehen. Du bist super zu hören. Das Feedback ist da. Insofern ziehe ich mich ein Stück weit zurück. Überlass dir die Bühne, lieber Thomas. Zieh durch. Ich denke, du hast so 50, 60 Minuten eingeplant. Und insofern, ja, the show must go on. Ich wünsche uns allen viel Spaß. Und jetzt darfst du loslegen, Thomas. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Chris. Ja, und auch danke an euch, dass ihr diese eine Stunde, diese knappe Stunde mit mir gemeinsam verbringen werdet. Und wie es der Christian ja in der Einleitung gesagt hat, das höchste Gut ist unsere Lebenszeit. Und deswegen versuche ich, diese Stunde mit möglichst vielen Informationen vollzupacken, damit es sich auch letztlich für euch lohnt. Der Christian hat in der Einleitung etwas sehr Wichtiges und Interessantes gesagt. Er hat das Thema Statistik strapaziert. Und das ist auch genau meine Philosophie, mit der wir im Trading letztlich arbeiten müssen, nämlich mit statistischen Methoden. Einer meiner Lieblingsaussagen ist, Trading ist ein statistisches Problem, denn ich sehe sonst keinen wirklich belastbaren Weg, um erfolgreich an den Märkten als Trader zu agieren. Ja, fangen wir einfach an, ne? Dann kommen wir ohnehin ins Sprechen. Kurzer Disclaimer von mir, den bringe ich immer am Beginn. Bitte vielleicht kurz da reinschauen. Es geht einfach darum, dass wir einerseits hier keine Anlageberatung bieten wollen und zum anderen natürlich, dass der Börsenhandel mit erheblichen Risiken verbunden ist. Aber es ist ja ein Trading-Webinar. Ich denke, ihr seid ja schon insofern vorbereitet darauf, dass ihr wisst, dass es an der Börse nicht nur nach oben geht, sondern auch manchmal nach unten gehen kann, wie uns ja das Jahr 2020, zumindest im ersten Quartal, leider eindrucksvoll bewiesen hat. Mache ich ganz kurz, will ich gar nicht so sehr ins Detail hier gehen. Grundsätzlich nur die Information, ich bin jetzt seit 20 Jahren fast dabei. Seit 2009 bin ich selbstständiger Trader. 2016 bin ich ins Asset Management hineingekommen, habe mit einigen anderen Menschen den weltweit ersten reinen Aktien-Robo-Advisor, der auf Trading-Modellen beruht, gründen dürfen. Habe mich dann 2019 nach dem Firmenverkauf ins Privatleben zurückgezogen und gebe jetzt mein Wissen über meine Homepage thomasfittner.com. Diese Links kommen am Ende noch alle. Gebe mein Wissen gerne an euch jetzt weiter und meine Erfahrung aus sehr vielen Jahren Börse und Trading. Also das in Kürze zu mir. Was machen wir denn heute? Wir haben einige Themen für euch vorbereitet und beginnen möchte ich da mit dem besten Trader aller Zeiten. Das bin leider nicht ich, aber trotzdem eine sehr interessante Geschichte für euch, denn es schwebt ja immer so ein bisschen, gerade wenn man mit anderen Anlegern oder mit Freunden oder Bekannten spricht, schwebt ja immer so ein bisschen diese Behauptung im Raum oder diese Annahme im Raum, dass Trading ja vielleicht gar nicht funktioniert, dass das alles Bullshit ist. Ich werde euch hier zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, auch wirklich nachweisbar möglich ist, auch mit Trading-Methoden erfolgreich zu sein, allerdings, wenn man sich hier auf die Statistik verlässt. Und das ist ja etwas, das sich durch den ganzen Vortrag ziehen wird. Dann werden wir natürlich darauf aufbauen und uns anschauen, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Es existieren so viele Trading-Methoden, so viele Trading-Stile, so viele Handelsansätze. Letztlich kann man das alles auf einen kleinen Nenner herunterbrechen. Und ein Teil davon, der Hauptteil, ist sicherlich der Trading-Plan, also meine Trading-Strategie, mit der ich arbeite. Wir werden uns jetzt hier mal kurz aus der Vogelperspektive anschauen, worauf es hier wirklich ankommt, woraus ein Trading-Plan besteht und welche Wertigkeit die einzelnen Komponenten haben. Wir werden dann auf das Thema Statistik ein bisschen mehr überleiten, statistische Effekte besprechen. Klingt ein bisschen sperrig, ist aber eigentlich alles ganz easy zu verstehen. Man muss sich halt auf dieses Thema ein bisschen einlassen. Und dann werden wir etwas praktischer. Wir schauen uns an, wie man Trading-Modelle klassifizieren kann. Wir haben hier pro- und antizyklische Ansätze und wir werden uns anschauen, was das bedeutet, wie ich einsteigen kann in die Märkte und wie diese beiden Arten zu traden letztlich viele andere Dinge beeinflussen.
Ja, dann natürlich, wie ihr es wahrscheinlich schon gewohnt seid bei mir, der größte Teil, ein großer Teil Backtesting live. Wir werden gemeinsam einige simple Backtests machen, uns einige Effekte ansehen und damit schon darauf überleiten, wie man Trading-Systeme ausgestalten kann, wie das alles funktioniert. Ein bisschen einen Einblick gebe ich euch auch in die tägliche Handelspraxis. Dazu zeige ich euch ein Trading-Modell, das im Rahmen meines Trading-Clubs gehandelt wird. Wir werden das ein bisschen mischen mit dem Live-Backtesting. Also wie man Trading-Systeme operativ umsetzt, die man vorher backgetestet und sprich auch entwickelt hat, das werden wir so quasi en bloc machen, diese beiden Themen, Backtesting Live und die tägliche Handelspraxis. Und am Schluss noch einige Angebote für euch als GFD-Kunden, die ich hier vorbereitet habe. Gut, gehen wir hinein und sprechen wir über den besten Trader aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr diesen älteren Herrn da kennt. Das ist James Simmons. Dieser James Simmons hat, ich glaube, es war in den späten 80er Jahren, seinen Renaissance Technology Fonds gegründet. Und dieser James Simmons, den kennt man eigentlich nicht so sehr. Im Gegensatz zu anderen sogenannten Guru- und Star-Investoren ist das jemand, der ganz gerne im Hintergrund bleibt und nicht so die mediale Öffentlichkeit sucht, wie vielleicht ein Warren Buffett. Aber dieser James Simmons hat einen Investmentfonds, einen Hedgefonds aufgelegt und der, schaut euch mal oben die Gebühren an, nimmt für diesen Fonds eine 5%ige Management-Fee und eine 44%ige Performance-Fee. Das heißt, 44% der Gewinne, die er macht, die behält er sich. Jetzt könnte man sagen, er ist ein Halsabschneider, ist ein Wegelagerer und wieso traut sich der das eigentlich? Das ist ja eigentlich eine Frechheit, diese Gebührenstruktur. Und ich wüsste nicht, dass es andere Hedgefonds gibt, die so teuer sind, aber der Mann, der hat es wirklich drauf. James Simmons hat durchschnittlich in den letzten 30 Jahren, ich habe jetzt hier keine Daten der letzten beiden Jahre, aber dieser James Simmons hat durchschnittlich 39% Rendite mit seinem Hedgefonds erwirtschaftet, nach Abzug dieser Kosten. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie dieses Ding, das er da tradet, abgeht. Und James Simmons ist wirklich ein Trader. Der ist ein sogenannter Quant, ein quantitativer Analyst. Der wird natürlich nicht alleine in seiner Firma tätig sein, sondern hat ein Team hinter sich. Und leider ist es so, dass man über diesen Hedgefonds relativ wenig Informationen bekommt. Ich habe das vor Jahren mal geschafft, irgendwo ein Factsheet aufzutreiben. Das ist aber mittlerweile auch schon einige Jahre alt, daher nicht mehr ganz so aktuell. Und das Letzte, was ich gefunden habe, waren diese Informationen hier. Dieser Fonds hat, ich glaube, 10 Milliarden under Management. Mehr nimmt er auch nicht mehr an. Das heißt, dieser Fonds ist schon lange geschlossen. Und dieser Fonds schlägt einen Warren Buffett in den letzten Jahren um das 200-fache. Und das ist ja keine Eintagsfliege, sondern der gute Mann hat das in den letzten 30 Jahren bewiesen. Wenn ihr einen Dollar investiert hättet 1988, dann hättet ihr, wo steht das jetzt hier? Ich glaube, 20.000 Dollar rausbekommen. Bei Warren Buffett hättet ihr immerhin noch 200 rausbekommen. Also 100 rausbekommen, sorry. Also das 200-fache. Und das sind wirklich Trading-Modelle, die hier zur Anwendung kommen. Und wenn man sich das jetzt ein bisschen grafisch anschaut, dann sieht man an den schwarzen Balken, dass dieser Fonds in den meisten Jahren den S&P, eigentlich in so gut wie allen Jahren, den S&P outperformed hat. Er hat auch ein Losing Year drinnen, 1989. Okay, sagen wir mal, das war die Lernphase. Aber wie gesagt, seitdem geht das Ding durch die Decke. Und das zeige ich eigentlich nur deswegen, um ein bisschen Vertrauen auch zu schaffen in Statistik, in statistische Methoden, generell in das Trading, weil vielleicht manche von euch, die noch nicht so weit sind, und ich kann mich erinnern, wie das bei mir am Beginn war, in den ersten paar Jahren, ist man im Regelfall ja noch nicht erfolgreich. Man braucht ja ein bisschen, bis man begreift, worum es hier wirklich geht, bis man wirklich auf die richtigen Inhalte stößt, auf die richtigen Trainer stößt. Das dauert ein bisschen, bis man da drauf kommt, wer eine Ahnung hat, wer keine Ahnung hat vom Trading.
Was ich damit aber sagen will, es ist möglich, sich weiterzubilden. Jetzt werdet ihr und auch ich wahrscheinlich nie dorthin kommen, wo dieser James Simmons ist, aber das müsst ihr ja gar nicht. Es geht darum, einen duplizierbaren, statistisch basierten Handelsstil zu finden, den man dann anwendet in Zukunft. Und da gibt es natürlich viele Dinge zu beachten, über die wollen wir eben auch heute sprechen. Denn letztlich beginnen wir eigentlich mal von hinten. Ja. Wir wollen uns anschauen, worauf es im Trading wirklich ankommt. Und das ist eigentlich so simpel und so banal, dass es ja schon fast peinlich ist. Denn letztlich braucht man ein Regelwerk, das funktioniert. Und wenn ich von funktionieren spreche, dann meine ich eines, das nachweislich funktioniert. Also jetzt nicht irgendwas, was man sich ausdenkt und was man sagt, okay, ich habe mir jetzt drei Charts angesehen und das hat funktioniert und das trade ich jetzt, sondern natürlich sollte man das Ganze auf eine bisschen eine breitere Basis stellen. Und der einzige Weg, um herauszufinden, ob ein Trading Plan ist ja nur ein anderes Wort für Trading Strategie. Ob die wirklich funktioniert, ist einfach, indem man es ausprobiert, ob es funktioniert. Und ausprobieren heißt es zu testen, es letztlich backzutesten, wie das halt dann im Trading-Fachjargon heißt, oder eben eine statistische Datenanalyse macht und nicht drüber redet. Also letztlich können wir über über Trading-Ideen, über Trading-Pläne, über Trading-Strategie können wir stundenlang sprechen. Das wird uns aber nicht dabei helfen, herauszufinden, ob es funktioniert. Wir müssen einen Plan testen. Und dieser Plan, das werden wir gleich sehen, der besteht eben aus mehreren Komponenten. Und wenn letztlich ein Trading-Plan beispielsweise zu so einer Performance führt, dann wird wahrscheinlich so etwas niemand traden wollen. Und das finde ich aber eben auch nur heraus, ob etwas nicht funktioniert, wenn ich es teste. Ich glaube, es ist genauso wertvoll, Dinge für das eigene Trading auszuschließen, als Dinge zu finden, die man verwendet für das eigene Trading. Und es ist halt einfach mal so, dass 80 oder 90% der Regeln, in Klammer Indikatoren letztlich, eben nicht funktionieren. Und es ist auch ein Faktum, dass gewisse Regeln eben in manchen Assetklassen funktionieren und in manchen nicht. Aber es gibt auch viele Parallelen, wie solche Regeln ausgestaltet sein müssen, damit sie überhaupt eine Chance haben zu funktionieren. Wir werden dann später noch darauf eingehen. Wenn ihr jetzt aber vielleicht sowas hier seht, ja, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man da Lust bekommt, so etwas zu traden. Denn dieses Trading-System funktioniert. Und jetzt geht es um die Frage, wie kommt man dorthin? Wie kommt man dazu, dass man Trading-Regeln entwickelt, die nachweislich funktionieren? Und das werden wir uns jetzt Schritt für Schritt ansehen, indem wir zuerst über den Trading-Plan, also sprich über die Trading-Strategie uns unterhalten. Das ist alles noch ganz simpel. Wir gehen jetzt da langsam in das Thema hinein, aber es kommt dann schon noch. Aber wir müssen uns ja grundsätzlich mal ansehen, was wir da eigentlich tun und welche Bedeutung die einzelnen Bestandteile haben. Ihr seht ja hier schon an den vier Puzzleteilen, denn jeder Trading-Plan, egal was ihr tradet, besteht aus diesen vier Kernelementen. Und Punkt 1 ist das Portfolio, das könnte man jetzt aber auch durch das Wort Underlying ersetzen. Also ich brauche mal irgendein Finanzinstrument, das ich handeln möchte. Und wenn ich mich aus diversen Gründen, die wir heute nicht besprechen, weil sonst schaffen wir es nicht in einer Stunde, sonst brauchen wir wahrscheinlich bis Mitternacht oder länger, wenn wir uns über das alles unterhalten und auch darum, warum wir zum Beispiel, und das ist jetzt eine erste Information, die ein bisschen praktischer wird, warum wir uns zum Beispiel hier im Haus für das Trading von Aktien entschieden haben, ist eben, dass die Aktienmärkte für den Trader, nicht für den Anleger, wir sprechen jetzt wirklich vom Trader, für den Trader gewisse Vorteile bilden. Und aus den Aktienmärkten, wenn ich diese Information mal habe, ich trade Aktien, kann ich mir ein Portfolio suchen, aus dem ich meine täglichen Signale generiere. Und damit die erste Frage, was ich eigentlich kaufen möchte, welches Portfolio ich verwende. Nehme ich jetzt den Dow Jones her als Portfolio oder nehme ich die Aktien aus dem S&P 500, 100, Nasdaq, whatever. Aber das muss ich eben genau definieren und das darf ich auch nicht dem Zufall überlassen.
Und wenn ich das mal weiß, in welchen Teich ich quasi fischen möchte, dann muss ich mir überlegen, wie ich einsteige. Und jetzt habe ich gesagt, muss ich mir überlegen, muss ich mir eigentlich selber korrigieren, das ist eigentlich falsch, ich muss es testen. Ja, ich muss Einstiegsregeln finden, die eben nachweislich funktionieren. Und damit ich das testen kann, muss ich mir auch überlegen oder Gedanken machen oder eben wieder testen. Wir sind immer beim Thema Testen, wie viel ich kaufe, das heißt die Stückzahlen. Es ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt 5 oder 500 Aktien kaufe von einer Position, von einem Trade. Und das hängt natürlich nicht nur, aber auch vom Kapital ab, das ich für das Traden habe. Aber letztlich ist das Thema Position Sizing natürlich auch wichtig und gehört quantifiziert, damit ich ein Trading-System in der Gänze beurteilen kann. Und natürlich muss ich mich noch mit dem Thema Exit oder Ausstieg beschäftigen. Wie kann ich aussteigen? Wann steige ich aus? Wann steige ich nicht aus? Wie viel Gewinn nehme ich mit? Wann bleibe ich drinnen? All das muss man quantifizieren. Wie gesagt, darüber reden können wir auf der Metaebene, aber letztlich, welcher Exit der bessere ist, welcher Entry der bessere ist, das muss ich einfach faktenbasiert bewerten und dann dementsprechend traden. Jetzt gibt es noch ein fünftes Kästchen, wo noch nichts steht. Das ist bei dem Trading von Aktien eine Logik, die ich finden muss, mit der ich meine Einstiegssignale nach bestimmten Kriterien sortiere. Das hat mehrere Namen, das Ding. Ich nenne es ganz gerne Position Priority. Das heißt, das logische Ranking der Alerts pro Tag nach einer gewissen Reihenfolge. Wir werden das dann beim Backtesting noch sehen, was passiert, wenn ich keine Position Priority habe. Warum steht das hier kursiv? Weil es im Regelfall nur bei Aktienportfolios zur Anwendung kommt, dieser Punkt. Denn wenn ich jetzt ein Trader bin, der beispielsweise nur einen Future tradet oder ein Währungspaar handelt, und das von mir aus rauf und runter, ja, in einer kleinen Zeiteinheit, dann brauche ich eine Position Priority, denn dann habe ich mein Underlying, das ich trade. Wenn ich jetzt aber aus einem Portfolio, beispielsweise des S&P 500, nach bestimmten Einstiegskriterien suche und jetzt an einem Tag zum Beispiel 30 Signale bekomme, weil die Kriterien erfüllt sind bei 30 Aktien von 500, dann werde ich nicht alle 30 umsetzen können. Ich muss irgendwie diese 30 nach einer Logik sortieren. Das ist eigentlich dann quasi eine Entry-Regel hinter der Entry-Regel. Aber wir werden dann gleich im Live-Backtesting uns das anschauen, was passiert ohne sogenannter Position Priority und was passiert hier mit Position Priority. Aber wir wollen das nicht zu abstrakt jetzt mal hier sehen für die Einleitung. Bleiben wir mal bei dem Thema Statistik, das ja auch in der Einleitung schon mehrmals gefallen ist, dieser Begriff statistische Effekte. Ist ein bisschen so ein Crashkurs jetzt durch die ersten wesentlichen Punkte. Wir haben über Tradingpläne gesprochen, wir sprechen jetzt über statistische Effekte und wir sprechen nachher über pro- oder antizyklische Einstiege. Denn das sind die Grundpfeiler, die ihr wissen müsst, damit ihr das, was ich nachher beim Backtesten zeige, damit ihr das auch versteht. Weil ohne dieses Basiswissen werdet ihr euch wahrscheinlich schwer tun, meinen Auswertungen zu folgen. Statistische Effekte ist ja wieder so ein Ding, was extrem sperrig klingt, aber es ist grundsätzlich ganz einfach und ich habe es schon mal, glaube ich, gebracht, aber ich wiederhole es gerne, weil es einfach sehr wichtig ist. Ihr habt hier einen roten Punkt und an dieser Stelle kommt es zu einem Entry, rein hypothetisch jetzt. Irgendein Entry-Signal, irgendein Trigger wird angeschlagen, ein Indikator schlägt an. Ihr habt zum Beispiel eine Entry-Regel, die sagt, wenn der RSI den Schwellwert X unterschreitet, überschreitet, was auch immer, dann mache ich einen Entry. Da sind wir jetzt bei diesem roten Punkt. Also ihr bekommt ein Trading-Signal und ihr kauft, bleiben wir bei Aktien, ihr kauft eine Aktie aufgrund dieses Alerts, dieses Alarms. Dann habe ich die X-Achse, die haben wir unten, den Effekt oben, Y, und was passiert jetzt? Der Profit in Prozent ist die Höhe des Balkens. Ja? Und wenn wir das jetzt rein statistisch sehen, dann ist ein Entry-Signal ja nur dann, wird ja nur dann ausgeworfen, wenn es vorher zu irgendeiner Bewegung am Markt kommt, die ihr im Idealfall schon gemessen habt, wenn ihr wisst, dass ein Marktverhalten, ein bestimmtes Marktverhalten zu einem solchen Effekt
führt. Beispielsweise eine Aktie steigt jetzt einige Tage, ist dabei gerade einen Breakout zu machen, ihr handelt diesen Breakout. Dann ist das eben ein statistischer Effekt, den ihr gefunden habt, wenn eine Aktie einen Breakout auf ein zum Beispiel neues 5- oder 10-Tages-Hoch vollzieht. Dann ist das ein Effekt, den man nützen kann, weil sich dahinter aus statistischer Sicht ein Vorteil verbirgt. Das ist im Prinzip ein Entry. Ein Entry, den macht man ja nicht grundlos, den macht man ja, weil man davon ausgeht, dass es sich jetzt lohnt. Sonst brauche ich ja nicht einsteigen, sonst kann ich ja die Würfeln herausholen und das will ich nicht. Das heißt, ich habe ein Entry und aus statistischer Sicht ist es jetzt so, dass an der Bar 1, das kann jetzt ein Tag sein, das kann aber auch eine jede andere Zeiteinheit sein, dass aus statistischer Sicht an dieser ersten Bar der meiste Effekt ist gleich der höchste Profit zu erwarten ist. Denn genau jetzt bin ich ja eingestiegen, weil das passieren soll. Und dieser Effekt, also dieser Profit, den kann man jetzt messen. Und das ist jetzt natürlich so, dass das nicht in jedem einzelnen Trade jetzt genauso verlaufen wird, wie ich es jetzt hier zeige, sondern über zigtausende Trades, die man mit diesem Effekt eben bewertet oder misst. Ja, also der Effekt nach dem Entry sollte bei einem guten Einstieg an der ersten Bar am größten sein. Sprich, ihr macht hier den meisten Profit. Und jetzt haben wir ein Problem. Je länger wir drinnen bleiben, desto stärker lässt die Wirkung des Entries nach. Der Entry verpufft mit der Zeit. Diese Wirkung, die ich trade, also diesen Effekt, den ich trade, der lässt einfach mit der Dauer nach. Der wird immer schwächer. Und jetzt gibt es natürlich Trader, die oft Wochen und Monate lang in einem Trade drinnen sind. Was traden die dann eigentlich? Ja, das frage ich mich auch. Denn die traden sicherlich alles Mögliche, nur nicht mehr den Effekt. Denn ihr dürft ja nicht allen Ernstes erwarten, dass wenn ihr beispielsweise vor 3 oder 4 Wochen in einen Trade eingestiegen seid, dass dieser Effekt von 3 oder 4 Wochen, dass der jetzt noch immer eine Wirkung hat an den Märkten. Das ist so, wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft, diese Wellen am Anfang ganz heftig und irgendwann sind die weg. Ja, und so ähnlich ist das bei diesen statistischen Effekten. Das heißt, ein jeder Effekt, egal was ihr tradet, welche Märkte, welche Zeiteinheiten, welche Produkte, welche Entries ihr habt, jeder Effekt lässt nach einer bestimmten Dauer, nach einer bestimmten Zeit nach. Der wird einfach schwächer, bis der ursprüngliche Entry seine Wirkung komplett verliert. Was macht man dann? Man sucht sich einen neuen Trade. Und das ist dieser ewige Kreislauf. Natürlich werden jetzt vielleicht manche einwenden, na ja, aber ein Trade, natürlich bewegt sich der auch noch nach 7, nach 10, nach 725 Tagen nach meinem Einstieg. Ja, natürlich bewegt sich der, weil die Märkte stehen ja nicht still, aber nicht mehr deswegen, oder nicht mehr aus dem Grund, weshalb ihr den Trade eigentlich eingegangen seid. Nicht mehr wegen eures Entries, sondern wegen irgendetwas anderem, was an den Märkten passiert. Aber der Entry ist tot. Und deswegen muss ich eine gewisse Trade-Häufigkeit haben, um diese Effekte optimal auszunutzen. Und da gäbe es jetzt noch sehr viel anderes dazu zu sagen, zum Thema statistische Effekte und Häufigkeit und Stabilität und so weiter, statistische Relevanz. Das spare ich mir jetzt mal hier. Aber dieses Grundverständnis ist wichtig und ich habe das zum Beispiel in noch keinem Tradingbuch gefunden. Aber es ist eine wichtige Information, dass ein jeder Entry einfach nach einer bestimmten Zeit seine Wirkung verliert. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Entry sind, kann ich mal ein bisschen vorwegnehmen. Der Entry ist sicher der wichtigste Aspekt einer jeden Trading-Strategie. Müssen wir auch darüber sprechen, wie man einsteigen kann. Und jetzt sind wir bei diesem Thema pro- oder antizyklisch. Und wenn wir uns jetzt hier mal beispielsweise zwei Charts ansehen. Dann sehen wir links eine Aktie, die gerade nach unten kracht und rechts eine Aktie, die gerade nach oben saust. Ja. Und wenn ich jetzt an Long-Only-Strategien denke, bei Aktien Long-Only ja nie verkehrt, ne, weil die Aktienmärkte einen Long-Bias haben. Aber wenn ich jetzt an Long-Strategien denke, habe ich jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie ich meine Trading-Strategie ausrichte.
Ich kann die Verlierer der letzten Tage kaufen oder ich kann die Gewinner der letzten Tage kaufen. Wenn ich die Loser kaufe, bin ich auf der linken Seite. Wenn ich die Winner kaufe, bin ich auf der rechten Seite. Und das ist jetzt keine Entscheidung, die ich aus dem Bauch heraus treffen soll, wie eigentlich gar keine Entscheidung im Trading, sondern eine Entscheidung, die ich auf Fakten aufbauen muss. Ich muss mir einfach anschauen, worauf mein Zielmarkt besser anspricht. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen, ob ich besser Aktien kaufe, wenn es gerade rauf geht, oder ob ich besser Aktien kaufe, wenn es gerade runter geht. Und diese Trennung ist essentiell, denn sie hat sehr viele, wie sagt man, sehr viele Konsequenzen, diese Trennung. Was Behaltedauern betrifft, was Volatilitäten betrifft, was Asset Allocation betrifft, was Korrelation zum Gesamtmarkt betrifft und so weiter und so fort. Bestimmte Indikatoren besser für das eine oder das andere. Und das muss man eben alles überprüfen. Wir haben das schon mal in einem Webinar davor gemacht. Das heißt, diese Überprüfung, die machen wir jetzt nicht. Denn das, wie gesagt, habe ich erstens mal schon hier euch gezeigt. Und zum anderen findet ihr das auch beispielsweise auf meiner Webseite, diesen Test. Aber grundsätzlich ist es wichtig, steige ich pro- oder antizyklisch ein. Und wie soll ich sagen, jeder Zielmarkt hat so seine Tendenzen. Jetzt, wenn ich jetzt bei Aktien vielleicht besser prozyklisch einsteige, heißt das jetzt nicht, dass ich bei Währungen auch prozyklisch einsteige. Das muss man einfach ausprobieren. Denn natürlich kann man mit beiden Möglichkeiten erfolgreich sein, aber es geht immer darum, dass ich mir die Latte als Trader nicht unnötig hochlege. Dass ich einfach mit einfachen Dingen beginne, bei denen man nichts falsch machen oder wenig falsch machen kann. Und darum geht es jetzt auch bei den ersten Backtests, die wir jetzt gemeinsam live machen. Und es ist ja ein bisschen ein, ich gehe jetzt mal parallel so, während ich spreche, auf meine Backtesting-Software rüber, auf Wealthlab. Es ist jetzt so, dass dieses Webinar und auch der Titel, vermute ich mal, wahrscheinlich eher etwas ist, wo schon leicht fortgeschrittene Trader zuschauen werden, was ich mir zumindest wünsche oder hoffe. Wenn ihr überhaupt noch keine Erfahrung mit dem Trading habt, hoffe ich, dass ihr mir trotzdem bisher folgen könnt und dass ich hier niemanden überfordere. Aber letztlich war ich grundsätzlich von der Einstellung her so, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe mal davon aus, das wird eher ein fortgeschrittenes ein Webinar für fortgeschrittene Trader. Und deswegen beginne ich jetzt mal hier ganz hinten mit einer fertigen Trading-Strategie, die ich unter anderem in Billions, meinem Trading Club, trade und immer wieder vorstelle und zeige und auch das Trading erkläre. Und diese Trading-Strategie möchte ich jetzt mal euch zeigen, wie man solche Dinge ausgestalten kann. Erinnert euch mal an den Trading-Plan, den ich euch vorhin gerade vor 5 Minuten in den Slides, in den Folien erklärt habe. Entry, Exit, Position Size, Portfolio und auch diese sogenannte Position Priority. Und diese 4 Kernelemente, die ich habe, die habe ich in diesen Trading-Strategien natürlich alle berücksichtigt. Ich habe hier gewisse Einstiegsregeln. Also bei Billions verwenden wir zum Beispiel simple Reversionssysteme. Das sind simple antizyklische Einstiege in die Aktienmärkte. Das heißt, wir kaufen hier die Verlierer der letzten Tage. In dem Fall habe ich diese Backtesting-Software Wealthlab eigentlich aus 2 Gründen. Einerseits verwendet ich Wealthlab. Gerade in meinen kommerziellen Angeboten verwende ich Wealthlab dafür, um mit meinen Klienten Trading-Strategien zu entwickeln, weil Wealthlab hier eine sehr komfortable Möglichkeit bietet, ohne Programmierung Trading-Strategien zu entwickeln. Das ist das eine. Das andere ist, dass Wealthlab natürlich mir auch die manuelle Signalsuche abnimmt. Das heißt, dass Wealthlab auch mein Signalgeber ist, der mir die jeweiligen Alerts, die Trades des jeweiligen Tages zeigt, also Entries und Exits liefert. Und ihr seht jetzt hier gleich neben dem Karteireiter Performance hier die Alerts und da sehen wir 0. Das heißt, dass bei dieser Trading-Strategie heute keine neuen Alerts waren. Das sind alles Trading-Strategien, die, ihr seht das Ganze oben links, die am Tagesschart arbeiten, daily. Das ist ein sogenannter Tagesschlusskurs basierender Trading-Ansatz. Das bedeutet, dass wenn wir hier jetzt Alerts gehabt hätten, dass wir diese Alerts ja heute schon umgesetzt hätten. Denn die Märkte haben ja schon offen. Wir traden hier an den US-amerikanischen Börsen zu 100%
aus vielen Gründen, auf die ich jetzt aus Zeitgründen hier auch nicht eingehen kann. Und den Open, den USA, den hatten wir vor knappen 2 Stunden. Das heißt, wir wären hier schon positioniert. Mit den neuen Trades ist aber hinfällig, weil es keine neuen Trades heute gibt. Trotzdem aber möchte ich euch mal zeigen, wie sowas funktioniert. Ihr seht ja den Annualized Gain. Ihr seht hier also von knappen 40% per anno. Das Ganze mit einem Position Sizing, auch ein weiterer Faktor bei diesen 4 Kernelementen von 20%. 20% auf Equity hier aufgemacht, dass ihr das auch sehen könnt. Margin Faktor 1, das heißt kein Hebel. Trading mit Hebel ist immer so eine Geschichte. Na, Vorsicht bitte, das ist hier eine ungehebelte Performance. Der Entry ist wie gesagt ein Reversionssystem, das heißt ein antizyklischer Einstieg. Wir kaufen hier die Verlierer der letzten Tage. Nachdem in den letzten Tagen alles gestiegen ist, gibt es keine Verlierer, zumindest keine, die unseren Einstiegskriterien entsprechen. Und der Ausstieg ist sehr simpel, einfach nach 4 Tagen. Und mit diesem Trading-System kann man zum Beispiel, ich zeige jetzt bewusst mal das hier her. Ich meine, Equity-Kurve und so weiter, ja, alles schön und gut, aber so viel Zeit haben wir nicht. Was ich hier zeigen möchte, ist, wie zum Beispiel die typische Verteilung eines Reversionssystems aussieht. Wir haben hier, wenn wir auf die Performance nochmal zurückgehen, wir haben insgesamt mit diesem Trading-System in den letzten knapp 20, also mehr als 20 Jahren, 7000 Trades gemacht. Das ist schon statistisch gesehen relevant. Also 7000 Trades, da kann ich schon davon ausgehen, dass ich hier eine gewisse Stabilität im Trading-System habe, dass die Ergebnisse verlässlich sind. Natürlich Überoptimierung immer das große Problem beim Backtesten, aber mit 7000 Trades, da bin ich schon mal sicherlich ganz gut unterwegs und habe eine gewisse belastbare ein belastbares Ergebnis aus statistischer Sicht. Und damit eben bekomme ich diese Profit Distribution, die Profitverteilung. Wie viele Trades von den 7000 machen plus minus null? Wie viele machen einen kleinen Profit? Und wie viele sind dann, je weiter wir nach links, nach rechts gehen, sorry, sind dann hohe Gewinner und wie viele sind hohe Verlierer? Und diese Trades, ihr seht, dass das so eine typische Glockenkurve ist und Reversionssysteme schauen meist so oder ähnlich aus. Und diese Reversionssysteme, ich gehe mal auf den Karteireiter Trades, da haben wir alle 7000 Trades, die in den letzten Jahren gemacht wurden, drinnen. Und wenn ich jetzt mal die aktuelleren Trades hier ganz oben sortiere, dann sehen wir, dass diese Strategie gerade 2 Trades offen hat. Das erkenne ich einerseits an diesem hellblauen Pfeil hier drüben. Dunkelblauer Pfeil heißt, der Trade wurde abgeschlossen bereits, mit allen Informationen, die wir dazu brauchen. Also dieser Trade ist noch offen und ihr seht auch eines hier bei der Behaltedauer. Bars held, steht hier eigentlich ab hier unten immer eine 4. Ja. Das heißt, dass wir einen Exit haben, der ganz simpel ist. Also gutes Trading kann auch einfach sein, wie es bei Billion so schön heißt. Wir haben einfach einen Zeitausstieg von 4 Tagen. That's it. Das ist alles, was wir da tun. Und damit kann man auch schon sehr, sehr schöne Renditen erwirtschaften. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich von den 4 Kernelementen einer Trading-Strategie schon mal 2 etwas näher besprochen. Wir haben den Exit, 4 Tage Zeitausstieg, ganz einfach. Wir haben die Position Size, die seht ihr hier oben, 20% auf Equity. Das heißt, ich kann bis zu 5 Trades gleichzeitig machen. Und was jetzt noch fehlt, ist der Entry. Da habe ich jetzt schon Hinweise gegeben. Es ist ein simples Reversionssystem, das heißt ein System, das einfach die Loser der letzten Tage kauft. Wir gehen kontra und wenn es ein paar Tage nach unten ging, kaufen wir in der Annahme, dass wir aus statistischer Sicht nun in den nächsten 4 Tagen mit steigenden Notierungen rechnen dürfen. Und der Exit sind 4 Tage Zeitausstieg. Also wir haben eigentlich jetzt schon mal die 4 Kernelemente im Wesentlichen besprochen. Es ist relativ simpel, das Ganze. Und jetzt kommt das Thema Position Priority. Und das ist jetzt insofern besser greifbar, als wir, wenn wir jetzt mal hypothetisch etwas anderes machen. Hier haben wir die aktuellen Trades, das heißt, die Daten wurden abgedatet heute. Wir haben uns die Kurse von gestern, haben wir uns hier in der Früh reingeholt in Wealth Lab und damit eben die neuen Signale gesucht. Okay, wir haben keine gefunden, aber jedenfalls, wir sind hier auf dem letzten Stand. Wenn ich jetzt die Data Range verkürze, ich will nämlich auf etwas ganz Bestimmtes hinaus, ihr werdet mir gleich folgen können, und jetzt rein hypothetisch davon ausgehe, dass wir heute den 8. September 2020 haben,
und jetzt einen Backtest machen, dann kommt jetzt zum einen wahrscheinlich mal gleich eine kleine Fehlermeldung, weil wir eben nicht den 8.9. auch haben. Vielleicht kommt sie auch nicht, ich weiß nicht, wie auch immer. Und ich möchte euch dann etwas zeigen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, es funktioniert. Okay, weil wir nämlich über die Position Priority noch sprechen wollen. Ihr habt vorhin gesehen, null Alerts. Das kommt einfach deswegen, weil wir Reversionssysteme traden. Wir brauchen Aktien, die gefallen sind. Die Märkte sind aber stark gestiegen in den letzten Tagen. Daher gibt es keine Alerts. Aber wenn ich jetzt die Data Range auf den 8.9. verkürze, dann haben wir sehr wohl, schaut mal hierher, 44 Alerts. Also 44 Aktien erfüllen am 8. September, das habe ich mir vorher schon natürlich angeschaut, weil das konnte ich natürlich nicht auswendig wissen, erfüllten am 8. September unsere Kaufkriterien. Ja, schön und gut, aber jetzt haben wir ein Position Sizing von 20% auf Equity. Welche der fünf, also welche fünf nehme ich denn jetzt? Ja, wenn ich jetzt 44 Alerts habe, ich hätte 44 Trades zur Auswahl, aber fünf darf ich nur machen. Jetzt könnte ich natürlich beliebig auswählen, aber das ist irgendwie nicht intuitiv richtig im Backtesting, weil wenn ich schon alles quantifizieren kann, dass ich dann eben die Alerts mehr oder weniger aus der Hüfte heraus mir raussuche, weil ich eben 44 mögliche Trades für heute habe, brauche ich eine Möglichkeit, dass ich die Signale nach einer bestimmten Logik sortiere. Und das habe ich eben gelöst, indem ich einfach hier eine Priority einfüge beim Signal Name. Mehr oder weniger, je höher die Priorität, desto höher das Ranking der Aktie. Und die Aktie mit der höchsten Priorität, die wird als erstes gekauft. Das heißt, wenn ich jetzt am 8. September von den fünf möglichen Trades, die ich noch machen dürfte, vielleicht aber schon drei Trades laufen habe, denn ich habe ja auch eine Historie vor dem 8. September. Ich komme an den 8. September und habe drei Trades offen, die ich heute nicht beende. Dann darf ich eigentlich gar nicht fünf neue Trades machen, dann darf ich nur zwei neue Trades machen. Und in dem Fall wären es dann eben rein fiktiv die ersten beiden. Und so funktioniert das. Nach welcher Logik kann ich eine Position Priority definieren? Also grundsätzlich ist vieles möglich. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich die Loser der letzten Tage kaufe, könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich kaufe jetzt die, die in den letzten wenigen Tagen gefallen sind und ich sortiere sie so, dass ich die ganz oben hingebe, die am meisten gefallen sind. Das heißt, die zum Beispiel in den letzten 5 Tagen am stärksten gefallen sind. Die ranke ich ganz oben. Ja, und dem muss ich halt einen Indikator finden, der mir das zeigen kann. Und diesen Indikator, den nehme ich halt dann als Referenzwert. Ja, das wäre eine Möglichkeit, wie ich das ausgestalte. Wenn ich das so tue, da sind wir wieder beim Thema Reversionssysteme. Was kann ich damit alles steuern mit dem Entry? Wenn ich jetzt mit der Position Priority arbeite und das so mache, wie ich es gesagt habe, dann könnte ich zum Beispiel das Ranking eben so gestalten, dass ich die nehme, die am stärksten runtergekracht sind. Ich könnte aber auch die nehmen, die am wenigsten runtergefallen sind in den letzten 5 Tagen. Als Einstiegsregel habe ich dann vielleicht noch immer 5 Days down, also 5 Tage runter, aber ganz oben stehen die, die in den 5 Tagen am wenigsten gefallen sind. Damit ändere ich die komplette Charakteristik des Trading-Systems. Also die Position Priority hilft mir quasi als Entry in der zweiten Reihe, mein Trading-System anhand bestimmter Volatilitäten zu sortieren, zu gestalten, wie ich es gerne haben möchte. Und ja, wie kommt man jetzt zu solchen Strategien? Wie kommt man jetzt zu Trading-Strategien, die wirklich gut performen? Ich gehe jetzt hier wieder auf den, ich gebe immer den 31. des Jahres ein, dann habe ich mehr oder weniger bis gestern alles hier drinnen. Also wie kommt man letztlich auf solche Trading-Strategien, die in den meisten Marktphasen gut performen? Indem man einfach Schritt für Schritt solche Backtests macht, indem man Schritt für Schritt Trading-Strategien entwickelt, ich bin jetzt glaube ich auf einem falschen Portfolio, egal, die einfach gute Renditen erwirtschaften. Und wie man das macht, indem man, ich zeige es jetzt mal her, einfach sich mit so simplen Dingen, mit einer Backtesting-Software beschäftigt. Und wenn ich jetzt so oft von der grünen Wiese weg, klicken wir uns mal ein einfaches Trading-System zusammen. Buy at Market,
Sellout Market, zu welchen Kriterien. Nehmen wir auch hier mal einen simplen Time Exit. Machen wir mal eine Haltedauer von 10 Tagen, dass es nicht ganz so kurz ist. Was brauchen wir noch für Regeln? Wir brauchen noch Entry-Regeln. Wir kaufen einfach, wenn es 3 Tage runterging. Price Action, Price Decreases, a consecutive number of bars. 3 Tage runter, habt hier unten. Das heißt, ich kaufe am 4. Tag, wenn es 3 Tage hintereinander nach unten ging. Ich verkaufe einfach nach 10 Tagen wieder. Das ist unsere derzeit alleinige Exit-Regel. Aber ich mache jetzt noch was Typisches. Ich gebe einen Stop-Loss dazu und ich gebe ein Target dazu. Stop-Loss nehmen wir, was nehmen wir? 2%. Target 6%, CRV quasi dreifache, ne? Ja. Und probieren wir das einmal. Lassen wir das Ganze jetzt auf dem S&P 100 laufen. Ja, mit 20% auf Equity schauen wir, was dabei rauskommt. Und so kann ich mich halt dann mit einer gewissen Systematik an das Trading begeben. Wenn ich das jetzt so machen würde, wenn ich dieses Regelwerk jetzt anwende, ich zeige es nochmal her. 3 Tage runter ist mein Einstiegssignal. Ich verkaufe mit einem Zeitausstieg nach 10 Tagen. Es sei denn, der Stop greift, dann würde ich auch vorher verkaufen oder das Kursziel wird erreicht. Dann verkaufe ich auch vorher. Wenn beides nicht der Fall ist, verkaufe ich spätestens nach 10 Tagen wieder. Und da kriege ich eine Performance von 12,9% per anno. Jetzt habe ich hier keine Position Priority drinnen. Ja, weil ich die hier mit dem Rule Wizard nicht reinkriege, die müsste ich coden. Und jetzt passiert Folgendes, wenn ich das Ganze nochmal teste, bekomme ich wahrscheinlich hier mit ziemlicher Sicherheit einen leicht abweichenden Profit. 12,51, zuerst hatten wir 12,69, die Schwankung ist hier nicht so groß. Machen wir es ein drittes Mal. Ja, jetzt ist es wieder nach oben gehüpft, 14,48. Das passiert deswegen, weil ich keine Position Priority habe. Weil eben Wealth Lab jetzt an den Tagen, wo es mehr Alerts gibt als maximal 5 erlaubte Trades, die Signale, die Trades rein zufällig auswählt. Das ist fürs Entwickeln eigentlich ganz gut, wenn ich hier verschiedene Szenarien durchtesten kann, verschiedene Equity-Kurven mir anschauen kann. Es ist nicht gut fürs Entwickeln insofern, weil ich dann eben oft unsicher bin, ob eine Änderung in der Performance jetzt aufgrund einer Parameteränderung entsteht oder aufgrund eines abweichenden Portfoliotests. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man später auch irgendwann eine Position Priority hinzucodet. Aber Fakt ist, wir sind hier immer so im Bereich von 12 bis 14% mit diesem Regelwerk. Und wenn ich mir jetzt hier die Profit Distribution anschaue, die Profitverteilung, dann schaut das plötzlich ein bisschen anders aus als vorhin. Warum? Weil wir ein Kursziel verwenden. Und wir sehen aber auch, wir haben ein Kursziel von 6% gehabt. Wir haben aber hier doch eine ganze Menge Trades, die 10% Gewinn machen. Warum kann das sein? Weil wir auch Gaps haben, weil diese Kursziele, aber natürlich auch Stops, über das sprechen wir dann später, weil diese Kursziele natürlich auch manches Mal übersprungen werden. In dem Fall bei 926 Trades zu unseren Gunsten, weil die Aktie einfach über Nacht stark ist, höher öffnet, höher aufmacht und dann natürlich auch gleich verkauft wird, wenn das Kursziel getroffen wird. Aber wir sehen hier, dass wir uns natürlich auf das Kursziel nicht verlassen können. Wir können uns auch nicht auf den Stop verlassen mit 2%, weil wir haben ja auch einige Trades, wo wir mehr als 10% verlieren. Das seht ihr hier links. Ja. Und jetzt könnten wir sagen, na gut, vielleicht wird es ohne Kursziel oder vielleicht brauche ich gar kein Kursziel. Ja, wenn ich das Profit Target jetzt einfach rauskicke und dann das Ganze nochmal laufen lasse, vielleicht wird es dann besser oder auch schlechter. Das werden wir gleich sehen. Ja. Also wir sind jetzt bei 12,88%. Ihr wisst, schwankende Testergebnisse, keine Priority. Testen wir es noch einmal. Dann werden wir wahrscheinlich auch wieder ungefähr dorthin kommen. Ja, jetzt ist es ein bisschen schlechter geworden. 10%. Vorhin haben wir auch dreimal getestet. Testen wir jetzt auch dreimal. 11%. Also es wird eine kleine Spur schlechter, aber für mich ist es so eine Regel im Backtesten, dass ich,
wenn ich etwas Zusätzliches ausprobiere oder irgendetwas weglasse, dann muss ich die Performance signifikant verändern, damit ich dieser Änderung eine statistische Relevanz beimesse. Ja, jetzt sind 1 bis 2 Prozentpunkte für mich jetzt nicht so statistisch aussagekräftig, dass ich das unbedingt weiterverfolgen würde. Also aus jetziger Sicht würde ich mal sagen, kann man jetzt nicht so aus der Hüfte sagen, muss man sicher intensiver testen, Research machen und so weiter. Aber so wirklich viel bringen die Targets nicht, die Kursziele. Ob der Stop viel bringt, weiß ich nicht. Wir haben hier doch einige Trades, die mehr als 2% verlieren. Wenn ich hier die Trades, die gesamte Trade-Datenbank nach Profit sortiere, absteigend, dann habe ich die fetten Loser ganz oben. Da seht ihr, dass dieser 2% Stopp uns in vielen Fällen auch nicht wirklich hilft, weil einfach diese Stopp-Marken gerne übersprungen werden. Und das scheint auch nicht der weisheitsletzter Schluss zu sein, dieser doch sehr knappe Stopp. Und machen wir jetzt was ganz anderes. Machen wir etwas wirklich Verrücktes. Ihr kennt doch die Geschichte mit den Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Das ist eine Trading-Regel, die oder eine Börsenregel, die wahrscheinlich jeder kennt und der sich auch viele orientieren. Aber schauen wir uns jetzt mal an, was passiert, wenn ich genau das Gegenteil mache. Ich kicke mal den Stopp raus und ich kicke meinen Time-Exit raus. So, wie steigen wir dann aus? Entry bleibt gleich. Wie steigen wir aus? Machen wir etwas, was man intuitiv niemals machen würde. Wir verkaufen, wenn der Kurs 2 Tage hintereinander steigt. Also wir kaufen, wenn es 3 Tage runtergeht. Price decreases, a consecutive number of bars. Das ist unsere Einstiegsregel. Und jetzt die Ausstiegsregel. Price increases, a consecutive number of bars, 2. Okay, schauen wir mal. Testen wir es zuerst. Oha, 21,75%. Ja, wir haben jetzt 10 Prozentpunkte pro Jahr mit etwas gewonnen, was man eigentlich so niemals glauben würde. Was haben wir hier gemacht? Price increases a consecutive number of bars. Das ist unsere einzige Exit-Regel. Gewinne laufen lassen. Teil 1 dieser Börsenweisheit. Tun wir das? Eigentlich nicht. Wir machen genau das Gegenteil. Wir lassen die Gewinne nicht laufen. Sobald es 2 Tage nach oben geht, nehmen wir die Gewinne mit. Stecken wir ein. Nach 2 Gewinntagen schon. Teil 2 der Börsenweisheit. Verluste begrenzen. Begrenzen wir hier unsere Verluste? Nein, tun wir auch nicht. Wir lassen Verluste ewig laufen. Wir bleiben drinnen auf Verderb und Gedeih, bis das Ding endlich 2 Tage steigt. Das sollte man nicht glauben, aber das funktioniert. Zumindest hier bei den Aktien. Ja. Und ihr seht schon, dass man, schauen wir uns nochmals die Performance an, dass wir nicht alles glauben dürfen, was wir im Trading lesen oder hören. Vieles ist, verzeiht mir den Ausdruck, Bullshit. Ja. Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Wir machen genau das Gegenteil. Wir begrenzen unsere Gewinne und lassen die Verluste laufen. Schaut euch mal die einzelnen Trades an, die wir hier gemacht haben und sortieren wir nach der Haltedauer. Wir haben dabei Trades, die 44 Tage laufen. 44 Tage lang hat diese Aktie von Merck, die ist einfach in diesen 44 Tagen nicht 2 Tage hintereinander gestiegen. Ja. Schauen wir uns das an, den Trade. Da sind wir rein, da drüben rechts sind wir raus, weil die Aktie einfach hier niemals, lasst euch von den grünen Kerzen nicht täuschen, grün ist nicht immer ein positiver Tag, weil die Aktie einfach nicht gestiegen ist. Ja. Genauso Ford hier, 35 Tage, natürlich sind das Losing Trades, ja. Aber es funktioniert unterm Strich und um das geht es ja. Hier rein, da drüben irgendwo raus. Ja. Das meine ich damit. Also wenn ich es anders sortiere, habe ich natürlich da die ganzen schönen Gewinner oben, nach 3 Tagen.
Tagen. Warum 3 Tage? Weil natürlich Wealth Lab, nehmen wir uns den Citigroup Trade hier. Wenn ich hier einsteige, wenn ich sage, verkaufe nach 2 Gewinntagen, dann weiß ich ja erst am Ende des 2. Tages, dass es ein Gewinntag war und kann frühestens am 3. Tag zum Open aussteigen. Deswegen hier Bars hält immer 3, obwohl ich 2 Gewinntage habe. Ihr seht schon, das ist letztlich, da will ich eigentlich her, sorry, da will ich eigentlich her, was das Thema Backtesting betrifft. Das ist wirklich Trading-Wissen und das ist auch täglich Handelspraxis, wenn wir über Position Sizing jetzt gesprochen haben, über Position Priority, wie sortiere ich 44 Signale, die ich bekomme. Das sind alles Dinge, die ich mit einem quantitativen Trading-Modell lösen kann. Und in dem Zusammenhang, wir kommen jetzt zum Ende, habe ich 3 Angebote für euch. Einen Basis-Trading-Kurs, den ich euch schon mal gezeigt habe, aber falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, könnt ihr diesen Kurs auf meiner Homepage, könnt ihr hier subscriben, thomasfittner.com/traderkurs1. Könnt ihr mal in das Thema quantitatives Trading ein bisschen hineinschnuppern, aber das ist wirklich ein Basiskurs, wenn ihr null Vorwissen oder so gut wie kein Vorwissen habt. Wenn ihr fortgeschrittene Trader seid, wird euch das nicht mehr weiterhelfen. Dann hilft euch das, eine Download einer Case Study. Diese Beurteilung pro- oder antizyklische Einstiege, das findet ihr in diesem Essay, in diesem Buch, das es auch als Printbuch gibt, aber das ihr hier bei mir kostenlos downloaden könnt. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie man so eine Zielmarktanalyse aufsetzt aus statistischer Sicht, was auch bei den Aktienmärkten rauskommt, welche Ordertypen da dahinter stehen und so weiter und so fort. Das ist wieder für fortgeschrittene Trader. Das werdet ihr vielleicht nicht verstehen, diese Case Study, wenn ihr erst am Beginn steht. Deswegen ein Angebot für Beginner, der Basiskurs, eines für Fortgeschrittene. Und all das bitte könnt ihr natürlich auch, diese ganzen Links kriegt ihr auch gerne von mir, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Ihr bekommt dann meine Kontaktdaten gleich am Schluss. Ich schaue auf die Uhr, 4 Minuten noch, alles gut. Und dann möchte ich euch noch etwas zeigen, mein Herbstseminarangebot. Ja, ich meine, durch Corona hatte sich ja das Thema Live-Seminare dann irgendwann erübrigt, im Spätsommer und ich habe mir überlegt, bevor ich diese Workshops absage, die ich geplant hatte, wir hatten in Hamburg was geplant, wir hatten in Wien was geplant, wir hatten eben auch diesen Aufbau-Workshop in Frankfurt am Main geplant, konnte alles nicht stattfinden, aber ich habe einfach einen Online-Workshop draus gemacht und ein Vor-Ort-Seminar, 21. und 22. November war angesetzt, ist natürlich viel teurer für mich, von den Kosten her, von den ganzen Spesen, Auslagen und so weiter. Und wenn ich sowas jetzt online mache, kann ich diese Preisvorteile, diese Kostenersparnis an euch weitergeben. Und deswegen gibt es jetzt noch bis 15. Oktober einerseits einen günstigen Paketpreis, um 690 Euro für diese 2 Tage. Das findet eben, wie gesagt, alles online statt. Und es ist eigentlich ein Aufbauseminar gewesen. Also ich habe ja ein Grundlagenseminar und ein Aufbauseminar. Und ich möchte das nur insofern erklären, warum da jetzt auch ein Gratis-Bonus dabei ist, nämlich diese Online-Trading-Akademie, die ihr hier links seht, die ist eigentlich deswegen dabei, hier kostenlos, damit ihr für diesen Online-Workshop auch fit werdet. Denn in diesem Online-Workshop möchte ich jetzt nicht mehr erklären, was ein Chart ist, ich möchte nicht mehr erklären, was ein Indikator ist, sondern wir werden 2 Tage lang gemeinsam uns anschauen, wie man solche Trading-Modelle, wie ich sie hier gezeigt habe, entwickelt. Und dazu braucht ihr Vorwissen und dieses Vorwissen könnt ihr euch mit dieser Online-Trading-Akademie Dollarhelden on Demand bis zum Seminar holen. Und im Seminar geht es dann ins Eingemachte, 2 Tage von zu Hause aus backtesten, lernen und schauen, wie man solche Trading-Strategien entwickelt. Ja, schaut euch einfach mal den Link an, ob euch das interessiert, ob das was für euch ist. Alle Kontaktmöglichkeiten habt ihr hier, meine Webseite. Ihr könnt auch gerne diese Slides von mir haben, schicke ich euch gerne als PDF zu. Dann bitte das Ganze an office@thomasfittner.com anfordern bei mir. Ich werde es oder mein Assistent wird es euch morgen Vormittag schicken. Der ist schon nach Hause gegangen heute. Also heute kriegt es nicht mehr, aber natürlich gerne morgen in der Früh. Und ja, lieber Chris, ich bin eigentlich durch. Wie schaut es mit Fragen aus? Ich hoffe, du bist noch da
Und Hm, auch, ich ja, lausche nachher. dir selbstverständlich, Thomas. Wie gesagt, es war wieder sehr erfrischend. Vielen Dank an der Stelle. Ich will sagen, du hast hin und wieder wirklich eine Querdenkerweise, die so ein Stück weit eben den klassischen Trading, Phrasen will ich es nicht sagen, weil vieles hat eben seine Bewandtnis, aber eben auf so klassischen Mindsetting da entgegenwirkt. Deswegen sehr, sehr spannend und auch wieder wirklich ein Fest für all jene, die eben auch heute dabei sein konnten. Du auch danke für dein Angebot jetzt zum Schluss. Definitiv wichtig, gerade eben wenn man JFD-Kunde ist und das ist keine Notwendigkeit. Ihr könnt das beim Thomas auch völlig zwanglos alles ordern, aber im Prinzip ist es natürlich so, dass man hier auch einen Vorteil genießt, wenn man da natürlich mit JFD agiert. Und wir sind auch sehr froh, dich, Thomas, immer wieder auch als Gast zu haben. Und natürlich mit dem Corona-Wahnsinn die Geschichte dahingehend, dass du das online umsetzt, auch ein super Angebot. Und klar muss man da auch schnell zugreifen. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob wir die Teilnehmer jetzt in den nächsten 48 Stunden sozusagen allokiert kriegen, dahingehend, wenn wir die Aufzeichnung konvertieren, dann müssen wir den Webmailer fertig machen. Vielleicht können wir es morgen oder übermorgen dann auch rausschicken im Rahmen der registrierten Teilnehmer, die eben jetzt heute nicht dabei sein konnten. Schauen wir einfach mal, wie wir das schaffen. Ansonsten jeder, der das Video, und ich weiß, Thomas, viele haben auch deine früheren Webinare im Nachgang in unserer, ich sag's mal, Videothek nochmal ansehen dürfen. Das heißt, jeder, der das Video jetzt irgendwie sieht, meinetwegen 2 Monate später oder so, da kann sich natürlich hier an deine Kontaktdaten wenden und da auch gern mit dir in den Kontakt treten. Du bietest da, wie gesagt, vieles, vieles an und hast auch einen großen Background und gehst da eben auch mit einem ganz anderen Ansatz rein. Fragetechnisch hat sich der Herbert leider schon rausgeklingt, bevor ich die Frage jetzt dann, hat sich eher übrig in dem Sinne, aber vielleicht willst du kurz was sagen, besteht bei dieser Methode, das war so ein Stück weit vor dem Ende 1743, vom Slide her kann ich das jetzt gar nicht genau zuordnen, aber besteht bei der Methode, die du da vorgestellt hast, nicht die Gefahr, ins fallende Messer zu greifen? Das waren die 5 Tage. Geschichte, da wo du gesagt hast, dass du, oder wie Naja. war es gleich? Lass mich zusammenbringen. Also deine Frage ist, Naja. du wirst wissen, was ich meine. Besteht bei dieser Methode nicht die Gefahr, ins fallende Messer zu greifen? Ich weiß nicht, ob es eine Gefahr ist. Beantworten wir das mal so. Ich liebe es, ins fallende Messer zu greifen. Sehr Es gut. ist einfach die Kunst des Fangens. Ja, man darf sich halt nicht verletzen dabei. Also jedes Reversionssystem muss ins fallende Messer greifen. Ich habe keine Zeit zu warten. Ich habe einen Effekt, den ich trade, und wenn ich da jetzt warte auf eine Bodenbildung, auf einen Breakout, dann ist der Effekt ja schon lange wieder weg. Also als Swing Trader ist ja nur ein anderes Wort für Reversionssystem, Kontratrend, Mean Reversal, whatever. Du musst ins fallende Messer greifen. Du kaufst auf Dinge, wo du dir eine Chart anschaust und denkst, um Gottes Willen, da soll ich jetzt rein. Aber ja, je mehr das unten nach unten kracht, desto besser. Natürlich nur nach gewissen Regeln, die auch Sinn machen. Nicht jedes Messer sollte man fangen. Aber es gibt schon sehr, sehr viele Messer, die man fangen kann und soll. Und man braucht halt Übung dabei. Sonst kann man sich verletzen. Das stimmt schon, ja. Ja, korrekt. Das ist auch dahingehend spannend wegen der Geschichte, wo du gesagt hast, wir lassen jetzt die Trades laufen ohne Stop-Loss. Interessante Bewegung. Wir bewegen uns natürlich hier übergeordnet bekannterweise seit rund 10 Jahren in einem absoluten Bullenmarkt. Obgleich Zypern-Krise dazwischen war, obgleich jetzt eben Corona Anfang des Jahres war mit dem schnellsten Crash und der schnellsten Erholung geschichtlich gesehen. Also wir haben wirklich viel erlebt. Ob das immer so weitergeht, da muss man natürlich auch dranbleiben am Ball. Aber nichtsdestotrotz auch jetzt hier die Frage vom Helmut im Kontext dessen, gerade wenn ich von fallenden Märkten spreche, die Regel zum Schluss eben, die mit dem letzten Setup daherkam, kommt diese Regel bei steigenden und/oder auch fallenden Märkten zur Anwendung? Habt ihr noch meinen Bildschirm? Seht ihr noch das, was ich da Ja, habe? Dann der ist ja, okay. selbstverständlich da. Das war ja die Geschichte, glaube ich, ne? Genau, mit den 2 Trades beziehungsweise 2 positiven Handelstagen. So, Buy Period. Ja, das war das mit den ohne Stop, ohne allem. Ja, ihr seht, dass das eigentlich in den stärksten Krisenjahren am besten funktioniert. 2008, 2009, okay, 2008 ist nicht ganz so gut, aber 2009 war ja auch noch ein bisschen durchwachsen. 2000 bis 2002 ging es eigentlich fast nur nach unten. Funktioniert wunderbar. 2020, Corona, braucht man nicht drüber reden, wissen wir alle noch, funktioniert wunderbar. Im Gegenteil, das funktioniert sogar besonders gut dann, wenn die Märkte nach unten krachen. In Spannend. den langweiligen Jahren, 2015, 2018, hat das gar nicht so gut funktioniert. Warum? Weil da die Vola fehlt. Ja. Das heißt, diese Trading-Systeme, die leben von Volatilität. Natürlich, schauen wir mal da noch kurz her. Der Max Drawdown war Corona. Ja.
Das Max Drawdown ist jetzt aber statistisch nicht relevant. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Aber diese Trading-Strategien funktionieren nicht nur in guten Jahren, die funktionieren aus statistischer Sicht in den meisten Jahren. Natürlich ist das ja jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss, dieses 2 Tage rauf. Da kann man schon noch mehr machen. Aber ich wollte nur zeigen, dass eben Richtig. dieses typische Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Ja, schön und gut, aber das stimmt halt einfach nicht. Zumindest nicht so, wie es ganz gerne eben gesagt wird. Ja. Sehr gut, sehr gut. Also das ist genau der Querdenker-Ansatz, den ich wirklich an dir zu schätzen weiß, weil das ist wirklich ein Mehrwert, den wir hier dann definitiv mitgeben an der Stelle. Jetzt kommt gleich noch ein Nachschuss von Frank, just die Sekunde, wo ich nochmal in den Chat geschaut habe in Sachen Fragen. Ohne Stop-Loss zu arbeiten erfordert aber doch eine hohe Kapitaldecke, oder? Es geht natürlich auch darum, gerade mit der Abbildung der Trades, ich meine, man muss auch erstmal 50 Aktien kaufen können, Schrägstrich halten können, Schrägstrich die ganze Symmetrie, die da dahinter steckt. Aber die Frage eben, ohne Stop-Loss haben, erfordert doch eine hohe Kapitaldecke, oder? Nein, verstehe ich auch nicht ganz, warum das so sein sollte. Ich habe ein Position Sizing von 20% auf Equity. Das heißt, ich kann immer nur 5 Trades parallel machen. Ob ich jetzt von 10.000 Kapital oder von 100.000 oder von 10 Millionen ausgehe, ist vollkommen irrelevant. Ich habe ein Position Sizing, das sagt mir pro Trade 20%. Ich habe ja niemals 100 Trades laufen. Auch wenn ich 50 Signale kriege, muss ich mich für 5 entscheiden. Wenn wir hier bei den Trades schauen, schauen wir mal, ob da gerade was offen wäre. Na, ich habe jetzt gerade hier, ist kein Trade offen. Also hier gerade jetzt Exposure Null im Moment. Ja, weil der letzte Trade am 9. Oktober beendet wurde und seither gab es kein neues Signal bei dieser Trading-Strategie jetzt. Also ohne Stop zu traden hat jetzt nichts mit der Kapitalausstattung zu tun, sondern einfach nur mit dem Trading-Regelwerk. Ja. Da sprichst du was sehr Interessantes an, weil in der Tat ist es eben das Risk- und Money-Management hinten raus, das Regelwerk, was man verwendet, eben auch Positions-Size abhängig. Mein 20% ist eben eine gute Nummer. Natürlich Ist immer viel, ist gesehen, sehr riskant. Ja, ist ist riskant. wirklich, muss man sagen, aber es hat natürlich auch seine statistische Relevanz und es macht schon einen Unterschied, ob man das auf 1.000, 10.000 oder 100.000 Euro anwendet. Das ist genau das, wie du sagst, da muss man immer noch in die Tiefe gehen und heute natürlich hier das Abholen an der Stelle. Frank sagt auch vielen Dank, jetzt hat er es auch nachvollziehen können. Das ist ja genau Gerne. das Thema. Ich meine, wenn du maximal da auf 20% der Position gehst, ja, dann ist das Risiko insofern ja definiert, wenn es zum Beispiel voll gegen dich läuft und das ist natürlich auch bei Aktien eher unwahrscheinlich. Obgleich wir ja solche Debakel wie Wirecard auch erlebt haben und sowas wird auch immer Ja, wieder passieren. Und klar. Du siehst spannend, eh da diese Trades genau. hier, ne? 44 Tage Haltedauer. Ich meine, da geht es dir nicht gut, wenn du so einen Trade laufen hast. Ja, das ist jetzt auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob das jetzt praktikabel ist, aber es gibt tatsächlich Trading-Algos, die mit solchen Exits bei mir arbeiten. Ja, wo man eigentlich gar nicht intuitiv überhaupt nicht glaubt, dass das Sinn macht. Ja, aber vielleicht ist es auch insofern ein Signal an alle, die zuschauen. Dass man einfach offen sein muss, dass man einfach auch die verrücktesten Ideen einfach mal testen soll. Man sieht ja dann eh, ob was rauskommt oder nicht. Ja. Ja, da musst du ja, du hast ja auch sozusagen James Simmons angesprochen, das werden viele auch sozusagen nicht kennen. Also es ist ja also überhaupt die großen Hedgefonds. Es gibt da Ray Dalio, es gibt da, sag ich mal, Investmentgrößen, wo man einfach sagen muss, da kann man schon viel abschauen und das, was die Leute ausgezeichnet hat. Und James Simmons ist wirklich einer, der sich so ein Stück weit in ein separates Licht rückt, genauso wie übrigens auch Michael Burry, der ja hier mit dem Film auch bekannt geworden ist, wie heißt er gleich? The Big Short, also beziehungsweise wo Ja. die Immobilienkrise. Ich meine, der hat sich komplett gegen das fundamentale Werk gestellt und ich sag mal, wir wissen alle, was damals passiert ist. Und er war eben der Überzeugung, er hat den Hedgefonds fast vor die Wand gefahren, aber hat ja dann auch keine Auszahlung zugelassen. Also es war ein hochspannender Film. Aber da kann man sich schon ein bisschen was abschauen. Und klar will man oder muss man, wenn man den Markt schlagen will, ein bisschen querdenkerisch aktiv sein und auch gewisse Regeln hinterfragen und auch eine eigene Logik entwickeln. Also insofern, Thomas, ich will sagen, A war es nicht das letzte Webinar und B, sag mal, das Auditorium ist immer noch gut gefüllt. Also hier sind die Leute nicht vom Stuhl gefallen oder irgendwie eingeschlafen, das glaube ich Freue mich. nicht. Absolut. Wir haben jetzt auch ein kleines Stückchen überzogen, spricht aber definitiv für das Interesse. Die Fragen waren, wie gesagt, ja auch da und wurden auch direkt beantwortet. Insofern hat es mich auf jeden Fall gefreut, dass wir hier zum Abend, hier haben wir gerade im Süden einen schönen roten Himmel, der sich so langsam wieder da zuzieht, aber dennoch einfach einen schönen Ausklang gehabt und ich hoffe, liebe Teilnehmer, euch ging es genauso. Thomas, vielen Dank nach Wien Gerne, gerne, ich sage sozusagen Dank. und
Würde mich auch wieder freuen, wenn wir uns mal live sehen. Auch danke, wie gesagt, für den Event. Und ich denke, wir werden nicht allzu lange darauf warten, hier nochmal anzuknüpfen im Rahmen eines weiteren Webinars. Vielleicht dann eben auch mal bezogen auf andere Märkte. Aber Aktien sind eben das Credo. Du hast auch eingangs kurz gesagt, ja, US-Aktien, warum, wieso, hängt auch mit der Historie zusammen, mit der Marktkapitalisierung. Da hat man natürlich ein ganz anderes Fundament in den USA. Und das ist natürlich die, oder sagen wir mal, das Flaggschiff des Kapitalismus, auch natürlich was Marktwert und Börsenwerte angeht. Insofern Richtig, ja. Hängt da aber China natürlich, wenn ich immer wieder nach Fernost schaue, natürlich auch an einem bestimmten Faden, der immer weiter hochgezogen wird. Ich meine, die Marktkapitalisierungen in Fernostasien, sage ich mal, nehmen ja auch immer größere Umfänge ein. Also es bleibt spannend und ist spannend. Und ich denke, wir bewegen uns in einem super Jahrzehnt. Und ich hoffe drauf, wie gesagt, Thomas, dass wir da auch weiter zusammenarbeiten werden. Ich würde so langsam Gerne. Den Saft dann abdrehen. Im Rahmen, wie gesagt, der Angebote auch nochmal vielen Dank dafür. Ich will sagen, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank an alle Zuschauer. Danke, Und lieber Chris. Danke euch. Keine Fragen weiter offen geblieben sind, dann können wir sozusagen auch den lieben Thomas dann mal in den Feierabend entlassen. Wochenende. Eine Frage kommt noch gerade vom Ralf ein. Also wie gesagt, gar nicht schlecht, dass ich jetzt nicht direkt aufgedrückt habe, sondern nochmal den Abschlussaufruf im Rahmen einer Frage. Und zwar fragt er gerade, Wochenende oder in der Woche, das Zweitagesseminar? Fragezeichen von Ralf. Wochenende. Samstag, Sonntag. 21. bis 23. November. Okay, genau. Ansonsten, wie gesagt, war ja auch sehr gut, sagt der Ralf. Ich denke, da hast du einen neuen Fan gefunden, beziehungsweise einen Interessenten. Du hast ja auch lang genug die Slides im Bild. Ich glaube, jetzt träumt ja. jeder von der Website. Passt aber soweit. Wie gesagt, vielen Dank an alle und ich drehe den Saft ab. Aufzeichnung gibt es im Nachgang. Wenn wir es schaffen in den nächsten 48 Stunden, dann hat jeder, der das jetzt sozusagen nicht live erleben konnte, auch noch einen zeitnahen Impuls. Ansonsten findet Thomas bestimmt eine Möglichkeit, hier und da auch noch was möglich zu machen. Also, ja, vielen Dank an alle. Wir drehen ab. Schöne Grüße. Lass dir Danke. Den Feierabend rein oder das Wasser schmecken, lieber Thomas. Und in dem Sinne auf bald und ciao. Ich danke dir. Alle. Danke. Ciao, ciao. Schönen Abend euch. Servus.